Da wir aufgestiegen sind, eigentlich sollten wir die reinigen und so, aber. Das Ding will uns ärgern. Das will uns doch verarschen. Ja, mal ganz im Ernst, das kann doch nicht sein. Ach, sehr schön. Dass wir den Schlüssel haben, daran habe ich gar nicht gedacht. Ach, Reinigung. Also ist das nicht ganz richtig gewesen. Zaubergesang von der himmlischen. So. Himmelsfuchsstatue, ja. Das soll klappen. Bring mir Tofu schnell. Also gut, es ist Zeit, das Siegel zu brechen. Das erste Satz lautet: Bring mir die frittierten Tofu, aber fix, fix hier. Der Narukami-Bulote. War das richtig? Na egal. Palma erinnert sich, dass die zweite Zeile dieses sein sollte. Hakushin-Blutlinie. Das dritte Satz sollte etwas Leckeres sein. Bring mir den frittierten Tofu. Ja, der gebratene Tofu. Der leckere gebratene Tofu. So wird das Siegel gebrochen. Erhalte das Omamori. Ah. Sehr schön. Das hier, ja, hier. So. Beten. Die Zeit. Also alles in der Mitte. Müsste das doch die 2 sein. 2? Vier.
ist das falsch. 4, 5. Das ist dann haut doch nicht hin. Hat doch noch immer noch nicht hin. Also, 1. Das ist 2, 3, 4. Moment. Wenn das in die Mitte gehen soll. Nicht doch. Hier so 2, 3, das ist immer noch nicht. So. 4. Das sind die 2. Das ist doch die 2, nicht die 3. Das ist 2, das ist 3. Das ist 3, so. Jetzt ist es eigentlich egal. Dann nicht beten. Also 1, 2, 3. Das ist ein 5. Jetzt. Hat immer noch nicht hin. So müsste doch eigentlich jetzt richtig sein. Onwards. We have work to do. So hat er sich denn jetzt schon wieder verstellt. Also 1. Wenn ich das jetzt hier durch... Moment. Doch. Sieht immer irgendwie ein bisschen schief. Das ist 2. Nee, das ist Schwachsinn, wenn das 2 ist. Das müsste 3 sein. 3. Um 3, das ist 2. 2, 3, 4, 5. Also machen wir hier jetzt 5. Machen wir hier 4. Nennen wir eigentlich das Muster. Oder auch nicht. Trifft sich halt alles in der Mitte. Also muss ich mal von oben gucken. Geht natürlich nicht.
Geht doch. Aber hilft mir halt gerade gar nicht. Das ist auf jeden Fall die 1. So. Mein Problem ist halt 4 und 5 für der... Nee, 2 und 4. Das kann halt nicht ich 2 was sein. Also muss es ja irgendwie... durchgehen. So verstehe ich es gerade. Wenn ich das hier als 2 mache. So. Das als 3. Vier. Fünfe war er dann hier und fünfe falsch. Ach, ich verstehe, wie es... Moment, ich bin dämlich. Ich glaube, es geht einfach nur darum... Genau, das ist 3, das ist 2. Ich habe zu kompliziert gedacht, wenn ich richtig... Ja, ich habe zu kompliziert gedacht. Wir brauchen nur die 2 und die 3. In der Mitte ist die 2 und die Außen ist 3. Die Anzahl ist egal. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es wirklich so ist, aber naja. Es kommt davon, wenn man zu kompliziert denkt. Nochmals, ihr beiden, habt meinen Dank. Du hast schon wieder, Das schon wieder, Ich entschuldige mich, es gibt einige Dinge, die zur Gewohnheit werden. Warum folgst du uns schon wieder? Könntest du nicht einfach mal Hallo sagen? Sag das nicht, sie muss ihre Gründe haben. Tut mir leid, Palma ist müde, weil er zu viel herumgelaufen ist. Palma wollte nicht unhöflich sein. Es ist in Ordnung, die Barriere hier wurde erfolgreich gelöst und somit kommt die reine Kulturelle einen Schritt näher zur Vollendung. Ich danke dir vielmals. Was hat das mit den Reinigungsritual für die heilige Sakura überhaupt auf sich? Ist es dasselbe wie die Reinigung, die du von uns vorhin gebeten hast? Nege hat das auch schon erwähnt. Also wir haben dieses Buch mit den Namen an... mit dem Namen Anleitung zur Reinigung des Heidens zugefunden. Was Palme überhaupt nicht verstanden hat.
Die Leute können es heutzutage nicht mehr lesen, aber es wurde in der allgemeinen Sprache geschrieben. Leute heutzutage, hey, wie alt bist du eigentlich? Hey, das ist sehr unhöflich von dir. Wie auch immer, das Reinigungsritual für die heilige Sakura ist ein Ritus der Läuterung. Der Donner-Sakura von Narukami kann den Schmutz in der Erde absorbieren, aber mit der Zeit wird sich dieser Schmutz ansammeln. Was sich zu viel Dreck ansammelt, kann der Donner-Sakura verwelken. Deshalb ist es notwendig, hin und wieder einige kleine Reinigungen an den Wurzeln der Donner-Sakura durchzuführen, die an 5 Orten rund um die Narukami-Insel verstreut sind, und eine Barriere aufzustellen. Auf diese Weise erhalten sie die Kraft, der angesammelten Dreck zu entfernen. Was ist dann mit den großen Reinigungen? Wenn sich genug Schmutz in der Barriere angesammelt hat, wird es notwendig, das Reinigungsritual durchzuführen. Und Paimon hat es verstanden. Wenn wir das Reinigungsritual durchführen, müssen wir einen Schutzwall benutzen, um die Barriere über den Baumwurzeln zu durchbrechen. Hervorragend verstanden. Na klar, immerhin haben wir es jetzt schon 2-mal gemacht. Also diese Monster, die wie Samurai-Asan waren, so präsentieren sie sich also heutzutage. Sie sind die Verkörperung der Verunreinigung des Landes. Sobald sie von der Omori aus den Wurzeln vertrieben wurden, werden sie sich zu dieser physischen Form verdichten. Damals, als ich meine laut den Aufzeichnungen der Vergangenheit, würden sie sich in Züge in Ugami, schwarze Jade, Umibo, zu wütende Flammen und andere solche Dinge verwandelt. Nicht alle von ihnen würden auch den Menschen schaden. Da waren zum Beispiel die Tofu-Jungs. Züge Tofu-Jungs, was in aller Welt ist das? Oh, die Leute wissen heutzutage nicht mehr über diese Kreaturen. Aber jetzt haben sie sich alle im wilde gefallene Krieger verwandelt. Was ist mit allen Yatsuma passiert? Was ist denn, wenn die Reinigungsrituale nicht durchgeführt werden und die Bäume verloren? Wenn ich mich recht erinnere, ich meine, die Aufzeichnungen sagen, dass die Donner-Sakura vor mehreren hundert Jahren fast verdorrt wäre. Monster wüten damals ungebremst, sogar die Meere färbten sich schwarz. Die Donner-Sakura suchten ihr Bestes, um all das Böse und den Dreck zu absorbieren. Sie wären dabei fast gestorben. Und was geschah dann? Dinge, die danach kamen, es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht allzu vertraut mit ihnen. So oder so ist die jetzige Situation, sagt mir, dass das Problem am Ende gelöst wurde. Jemand hat das Reinigungsritual durchgeführt. Du hast erwähnt, dass es 5 Orte gibt. Dank deines Einsatzes wurden 2 Wurzelbarrieren beseitigt. Als nächstes, nachdem ihr so viel getan und gesehen habt, müsst ihr beide müde und hungrig sein. Ich habe einige Gerichte vorbereitet. Ich hoffe, dass sie euch schmecken werden. Oho, das sieht köstlich aus. Du trägst vielleicht eine Maske, aber du bist mit Sicherheit die beste Schreinjungfer in der Zuma. Ein Hoch auf die beste Schreinjungfer im ganzen Land. Na dann, viel Spaß. Gräbst du mit Palmen durch den leckeres Essen? Oh, das ist toll. Wirklich? Und jetzt, wo Palmen darüber nachdenkt, haben wir gerade so viel gegessen, aber es fühlt sich an, als hätten wir gar nichts gegessen. Maskierte Jungfer, hast du das Essen vergiftet, Magie benutzt? Du scheinst sehr sensibel für Dinge mystischer Natur zu sein. Wie auch immer, bitte mach dir keine Sorgen, die Gerichte wurden mit Magie hergestellt, die ich heimlich von den Bakedanuki gelernt habe. Sie sind da absolut harmlos, normalerweise. Normalerweise? Der Grund, warum ich dir solche verdächtiges und köstliches Essen geben, ist, die restlichen Wurzeln zu heilen. Der Shinjo-Wald ist auch die Heimat eines Omamori und einer Wurzel, die gereinigt werden muss. Und ich glaube, dass ein alter Freund von mir immer noch tief in diesem Wald wohnt. Du glaubst? Das ist schon sehr lange her. Ich fürchte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sich an mich erinnert oder ob er mich vielleicht hasst. Er kann sich nicht frei bewegen und er kann auch nicht mit Menschen kommunizieren, aber nachdem du das hier gegessen hast, solltest du in der Lage sein, mit ihm zu kommunizieren.
Dieser alte Freund von mir sollte in der Lage sein, dir zumindest ein wenig zu helfen, also habe ich das getan, um das Reinigungsritual des Willens. Ja, um das Reinigungs... Ihr beide habt bereits zweimal eure Ehre, eure Mitgefühl und eure Können unter Beweis gestellt. Sicherlich wirst du diese Tat zum Wohle des Landes vollenden, oder? Ja, die maskierte Jungfrau sagt, dass wir es müssen. Lass uns den Kampf zu Ende bringen. Habt ihr euch zusammengetan, um mich zu verführen? Hey, wie kannst du es sagen? Was ist mit den anderen Wurzeln? Neben dem Shinjo-Wald gibt es eine Baumwurzel an einem Ort namens Araumi. Ich frage mich, ob dort noch Menschen leben. Ich war schon lange nicht mehr dort. Die letzte ist außerhalb der Kamisato-Residenz. Es gibt eine Grube an einem Strand nordöstlich von dort und die Wurzel ist darin. Ich überlasse dir die Reinigungsritual. Ich habe noch eine Frage. Bitte? Dort hinten im verlassenen Schrein maskierte Jungfer haben wir jemanden gesehen, der durch die Souvenirslinse genauso wie du aussah. Ihr Name war Katsari. Bist du diese Katsari in der Tat? Ich wurde also angelogen. Du bist der Einzige, der sie maskierte Jungfer genannt hat. Nun, was sollte das eigentlich? Ich? Tut mir leid, ich wollte hier etwas von dir verbergen. Ich hatte nur die Möglichkeit, es zu erklären. Jetzt ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt. Es tut mir wirklich leid. Nun ja, gut, Palmer hat es verstanden. Lass uns einfach wissen, sobald du die Gelegenheit dazu hast, maskiert die Jungfrau. Richtig, Eda, genau. Ich danke dir sehr. Ah, eine andere Sache. Als du vorhin von der Souvenirlinse gesprochen hast, meintest du damit... Diese Linse Hiroshi, was? Seufzt. Ihr habt meine Gelassenheit verloren. Bitte verzeiht mir in diesem Fall. Bitte überwacht die Souvenir sicher auf. Es ist in der Tat ein sehr wertvolles Instrument. Ich verstehe. Vertrau mir. Bitte tu es sehr wertvoll. Achte darauf, dass du sie gut pflegst. Es gibt kein kleines Fuchsstatuen an vielen verschiedenen Orten. Sie werden Erdfüchse genannt. Mit der Souvenirlinse kann man an den Standorten dieser Statuen Szenen aus der Vergangenheit heraus beschwören. Wenn sie dir bei deinen Abenteuern behilflich sein kann, mach bitte Gebrauch von der Souvenirlinse. Wir werden sie gut gebrauchen können. Benutze sie gut und schütze sie. Stoße nicht gegen Dinge und denke dann, dass sie regelmäßig zu reinigen. Verstanden. Das ist gut. Bitte entschuldige mich für jetzt. Ich muss gehen. Wie werden wir uns denn treffen? Wenn der Sakura den Schmerz des Abschieds kennt, wird sie für immer bleiben. Unsere Schicksale werden sicherlich verwoben sein, wie die der Sakura-Blüte. Davor werde ich für deinen Erfolg unter den Brunnen im Dorf Konda beten, wo du erfolgreich den Donner-Sakura-Wurzel gereinigt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Schließ das Reinigungsritual für die heilige Sakura ab. Ja. Also in Shinjuwald, das wäre hier. Auraumi, Auraumi ist hier. Und war das jetzt hier? Eins, zwei, drei. Auraumi, habe ich keine Ahnung, wo das sein soll. Okay, hier hinten ist das. Hier ist was.
Wegen Wasser und so. Aber Shinjuwald. Okay, beim Shinjuwald weiß ich selber noch nicht, wo und wie und was. Es riecht nach dem Geruch eines Unbekannten. Hallo, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Ich habe so eine ganz, ich habe so eine Idee, aber ich mag die nicht. Wind, hear me. Oh. Es geht uns direkt wieder besser. Gut, wir haben, ja. Jo, ja. Ich bin Leroy. Mach, was du willst. Töte mich, wenn du musst. Oh, die Statue spricht und sie ist verängstigt, dass sie kaum einen Satz zusammensetzen kann. Ich bin kein Statue, ich sehe nur so aus, weil ich vorübergehend von jemandem versiegelt worden bin. Ich bin der weltberühmte Bakke Danuki. Loi?
Was willst du mir sagen, dass die Leute heutzutage noch nichts von Loroy gehört haben? Die Tatnuki-Gion, Schriftrolle, Loroys Teekanne, Kakushin, Boyashi, Uga, Tanuki-Gassen, hast du noch nie von diesen Geschichten gehört? Wie lange bin ich schon hier drin versiegelt? Ich meine, es ist nicht böse. Ich bin hier, um Schulden einzutreiben. Nein, ich meine, es ist nicht böse. Erst, du bist nicht hier, um mich zu zerstören. Und warum hast du das dann nicht früher gesagt? Ich wusste, wenn dein Sprich, warum seid ihr auf der Suche nach mir, dem Herrn von... den Herrn der Bakat Danuki? Hier geht es um das heilige Zirkulreinigungsritual. Das heilige Sakuläre, was nun, was ist das? Eine Art Uni-Schatz. Dieser Typ ist unglaublich. Läufte es wirklich vor der maskierte Jungfrau, alter Freund? Wie auch immer, wir suchen nach etwas, das in einer Kitsune-Statue versteckt ist. Warum suchst du das, wenn ich fragen darf? Jetzt kommen wir weiter. Es geht um diesen Kampf, für den ich hier versiegelt wurde. Ich weiß nicht, wie lange es ist. Das soll ich nicht durch den Shinjo-Wald. Es gibt keine Möglichkeit, die Zeit zu bestimmen. Damals habe ich überall Verwüstung angerichtet, um diese hinterhältige Kitsune herauszulocken. Aber es war alles vergebens. Schließlich beschloss ich, meinen Ärger Luft zu machen, indem ich eine dieser gesunden Statuen zerlegte und ich fand einen Kamm darin. Das brachte mich auf eine Idee. Der Kamm war im inneren Kitsune Statue versteckt und ich hatte sogar das Hakenchen zum Bild darauf, was mich an ihr weißes Fell erinnerte. Daraus schloss ich sofort, dass es sehr wichtig sein musste. In diesem Fall brauchte ich nur den Kamm zu verstecken und diese hinterhältige Zündung würde sicher herauskommen. Ja, der Schatz ist sicher ein guter Weg, um Leute rauszulocken. Was ist denn passiert? Dann kam einer von Yugu Trio, er besiegte meinen Stamm und mich und verwandelte uns alle in Stein. Das ist also der Grund, warum Loroy Angst vor Menschen hat. Die Menschen sind so kurzlebig und können sich nicht einmal verwandeln. Ich verstehe nicht, warum die Kitsune so sehr mag. Der Typ, der mich versiegelt hat, war besonders ärgerlich. Er sagte mir sogar, ich sollte eine schöne Pose einnehmen, damit ich eine schöne Kulisse werde. Warum diese kleine? Nun, du gibst eine schöne Kulisse ab. Du, wie konntest du? Da verärgere ihn nicht, sonst bekommen wir das... Oma Morini, ich will damit sagen, dass du wirklich mutig und stämmig aussiehst. Ja, ich will damit sagen, dass du wirklich mutig, stämmig und stämmig aussiehst. Das ist richtig, du lässt diesen dunklen Wald so viel bunter aussehen. Und weiter, wie die Statue eines Akons. Also es ist doch gar nicht so schlecht, versiegelt zu sein, oder? Siehst du, die Menschen meinen es nicht böse mit dir. Ich kann die Argumentation verstehen, aber zur gleichen Zeit stimmt es auch nicht ganz. Können wir uns den Kamm ausleihen, für den du gesprochen hast? Und nun, das kannst du sicherlich, aber nur, wenn du zuerst mit den Kindern spielst. Keller, es ist einfach. Eda kann gut mit Kindern umgehen. Um ehrlich zu sein, habe ich es nicht so mit Kindern. Das stimmt, ich spiele die ganze Zeit mit Paimon. Ey! Shusai, Guyubu, Kuban und Shishibushi, geh und finde diese drei kleinen Tanuki und spiele mit ihnen. Ich würde es tun, aber wie ihr seht, kann ich mich nicht wirklich bewegen. Dieser verflixte Kerl war ein bisschen schlampig, als er sie versiegelt. Ein bisschen schlampig, als er sie versiegelt hat. Deshalb konnten einige von ihnen früher entkommen. Warte, das ist nicht korrekt. Wir sollten eher sagen, dass wir Bakedanuki in der Tat ziemlich mächtig sind. Es ist also nur normal, dass wir uns vor einem Menschen-Siegel befreien können. In der Tat sehr mächtig. Obwohl ihre Kraft nicht wirklich mit meiner vergleichbar ist, können sie noch nutzen, um sich zu verstecken. Na gut, dann los.
Ja, ich dachte, der Tanuki im Wald. Finde die kleinen Tanuki. Oh Gott, ja. Na dann, wenn wir dann bei einem Tanuki-Seil suchen.